Wir schauen uns heute gemeinsam den Cecotec Conga 2290 in der Ultra Home X Version an. Und zwar ist das der Saug- und Wischroboter 2290 und die Basisstation. Hier hat man den Vorteil, dass man 2 Liter Staubbehälter reinmachen kann. Und der hat eine automatische Rückkehrfunktion, was ja schon Standard ist heutzutage, entleert sich aber selbst. Ich finde, das ist bei einem Preis von 269,90 Euro schon eine kleine Revolution, weil die mit den Basisstationen kosten in der Regel weit über 350 Euro. Was haben wir hier? Auf der Produktseite und auf der Seite vom Karton können wir hier lesen, er saugt, fegt, wischt und schrubbt. Gyroskop 4.0. Cecotec nennt das Smart Gyro. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so im Alltag schlägt. Wir haben ja hier keinen Laser, somit können wir auch keine Sperrzonen einrichten. Es soll aber ein Magnetband mit dabei sein. Dann haben wir, wie schon bereits erwähnt, die App-Steuerung und die virtuelle Karte. Wie man da was ausführen kann oder wie wir das machen oder wie das funktioniert, das erkläre ich auch später noch. Und dann intelligenter Reinigungsplan, Staubfangbürste für Hartböden. Das interessiert mich insbesondere, wir haben einen Schäferhund, da kommen immer Haare zusammen. Und natürlich auch sprachassistentenfähig. Man kann den an die freundliche Dame, diesen kleinen Knubbel oder diesen großen Gerät koppeln und somit steuern. Also was macht der Saug- und Wischroboter? Der 2 Liter Staubbehälter ist zu erwerben in einem Dreier-Set für knapp 17 Euro. Hier sind schon 2 mit drin und da bin ich mal gespannt, ob man die eventuell ausleeren kann und wie das alles funktioniert. Dann würde ich sagen, schauen wir als erstes in den Lieferumfang. Im Anschluss zeige ich euch den Aufbau, die einzelnen Funktionen. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die App und den Sprachassistenten ein. Und natürlich schauen wir auch auf das Reinigungsergebnis und wie er sich so im Alltag schlägt. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Fazit. Bis gleich. Ich muss sagen, es ist wirklich umfangreich, was hier alles mitgeliefert wird. Natürlich fällt einem zuerst die Station hier ins Auge. Die ist meiner Meinung nach nicht sonderlich groß. Es ist auch nur ein Staubauffangbehälter. Es gibt ja diese Mehrfachstationen, wo auch noch ein Wassertank drin ist. Die sind dann dementsprechend größer. Aber das hier ist richtig angenehm. Man hat hier oben die Serviceklappe und da ist jetzt schon der erste Staubbeutel drin. Und das ist hier der Ersatzstaubbeutel. Und ich muss wirklich sagen, ein Dreierpack für 17 Euro, die lassen sich das genauso gut bezahlen wie die großen Staubsaugerhersteller. Da sind ja die Beutel auf die Jahre gesehen meistens teurer als das komplette Gerät. Dann haben wir hier diesen Conga. Ich hatte ja gesagt, das Modell 2290. Was uns gleich auffällt, das ist recht smart gehalten. Also wer hier eine Couch hat und der Saug- und Wischroboter soll da unten drunter, der hat hier wirklich gute Karten. Und hinten dran müssen wir mal schauen. Ah ja, das wird links und rechts mit solchen Verriegelungshebeln rausgeholt. Haben wir jetzt diesen reinen Staubbehälter. Wir haben ja hier einmal den Staubbehälter, hier vorne den HEPA-Filter bzw. dieses Filterelement, der diese Staubpartikel rausfiltert. Und dann haben wir noch unsere Kombi-Version. Und zwar, das ist hier der Wassertank kombiniert mit einem Staubbehälter. Das gibt es ja schon länger. Und da haben wir einfach hier dieses Wischpad. Das schieben wir hier einfach drauf und das klicken wir einfach rein und können das auch lösen. Das hat einige Vorteile für das Trocknen und auch für das vorher Anfeuchten. Dann haben wir noch so ein Ersatzwischpad mit dabei und was mir hier gleich auffällt, ja, der hat nicht nur eine weiche Struktur im Abschluss, sondern vorne auch so eine richtig grobe. Ich erhoffe mir dadurch, dass er einfach diesen Dreck vom Laminat auch wegschrubbelt. Dann haben wir hier diese spezielle Bürste, die ist auch in der Mitte nicht kräftig, also die gibt so ein bisschen nach. Bin ich mal gespannt, was haben wir hier unten für eine drauf? Ja, das ist die ganz normale Softbürste und bin ich gespannt, wie die Reinigungsergebnisse sind. Wir haben die Beipackzettel dabei, das ist ganz klar, da werde ich später auch mal reinschauen. Dann dieses Magnetband, weil wir ja im Gegensatz zu den lasergesteuerten gar keine virtuellen Wände einplanen können. Das ist natürlich auch dem Preis geschuldet, man muss es wirklich im Hinterkopf behalten, knapp 270 Euro mit Station, automatischer Entleerung. Ihr könnt aber tatsächlich 5% sparen mit dem Code. Da schaut da einfach mal unten in die Infobox rein. Da habe ich alles weitere erklärt. Also 5%, das ist schon mal was. Dann gibt es noch eine
Fernbedienung. Da sind leider keine Batterien mit drin. Ich hatte das bei anderen Herstellern, dass hier zwei AAA-Batterien drin sind. Die müsst ihr euch selber besorgen. Und somit sind wir durch. Nein, halt, ich habe die Seitenbürsten vergessen. Der hatte ja links und rechts diese Bürsten. Die sind sichtlich nicht markiert. Also die könnt ihr für links sowie rechts einsetzen. Und da haben wir hier 4 Stück mit im Lieferumfang. Das Einrichten und Aktivieren. Zuerst muss man die Basisstation aufstellen und auf der Rückseite gibt es ein cleveres Kabelmanagement. Finde ich persönlich richtig gut. Man sollte auch gleich zu Anfang den Netzschalter an der Seite des Saugroboters auf On stellen und hat man die Schutzteile am Konga 2290 entfernt und die beiden Seitenbürsten aufgesteckt, die sind ja nicht links oder rechts abhängig, dann kann es losgehen. Schiebt man den Sauger rückwärts in die Basis, startet sofort der Ladevorgang und man sollte den Akku vor der ersten Fahrt voll aufladen, sonst unterbricht er mittendrin bei der ersten Fahrt und das wollen wir natürlich nicht. In dieser Zeit kann man sich die App herunterladen im Play Store. Unter Android heißt sie Konga 2290 /perfectclean. In der App führt man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aus. Ein 2,4 GHz WLAN ist Voraussetzung. Gleich zu Anfang muss man die Basisstation auswählen. In meinem Fall nehme ich die Absaugstation. Hier kann man noch die Parameter für die Häufigkeit der Entleerung wählen. Ich habe das auf 3 gestellt, somit wird bei jeder dritten Rückfahrt an die Station entleert. Bei mir wurde gleich das Firmware-Update 1.1.5 angezeigt. Das dauerte etwas länger, war aber nach ca. 5 Minuten aufgespielt. Alexa einbinden hat funktioniert, ist aber nicht so ausgereift, wie ich mir das erhofft hatte. Man muss sich jedes Mal erneut mit E-Mail und Kennwort anmelden. Zudem erkennt Alexa nicht die zur Verfügung gestellten Befehle. Das ist also so ein großes Manko. Mein Konga reagiert nicht. Versuchen Sie es erneut. Bei Google läuft das Einrichten ähnlich ab. Hier funktionieren die Startfunktionen und auch das Beenden und Rückkehren zur Ladestation. Ansonsten gibt es hier nicht viel zur Auswahl. Okay, Google, Konga starten. Klar, Konga 2290 wird gestartet. Die App im Überblick. Ja, die App ist einfach aufgebaut und zweckmäßig. Über das Startmenü kann man den Saugroboter starten oder manuell steuern. Über das Schnellreinigen-Menü kann man die Saugleistung in 3 Stufen anpassen. Zur Auswahl stehen Eco, Normal und Turbo. Bei eingesetztem Mischbehälter kann man die Wassermenge in 3 Stufen voreinstellen. Zudem gibt es 6 Programme, automatisch reinigen, zufällig. Edges reinigt nur entlang der Wand die Spirale einen Bereich von 2 Quadratmeter um den Saugroboter herum und bei Raum wird ein intensiver, aber kurzer Modus zur Tiefenreinigung gewählt. Intensive Schrubben steht nur beim Einsetzen des Mischbehälters zur Verfügung. Hier führt der Saug- und Wischroboter eine Vor- und Zurückbewegung durch. Dies soll ein Schrubben simulieren. Über den Reiter Pläne kann man sich die Startzeiten mit ausgewählten Parametern voreinstellen. Man kann die einzelnen Tage an- oder abwählen und sämtliche zuvor beschriebenen Parameter einstellen. Wischt man auf der Vorwahl nach links, hat man den Löschen-Button auf der rechten Seite und kann seinen Termin fürs Starten oder auch Beenden dann wieder löschen. Über der Aktivität lassen sich alle Reinigungen der Vergangenheit anzeigen. Man sieht den Raumplan und auch die eingestellten Werte. Man kann einzelne Aktivitäten löschen oder auch alle Einträge auf einmal. Über die Einstellungen sehen wir in Roboter die aktuelle Firmware und die allgemeinen Einstellungen. Darüber lassen sich der Ton und auch der Turbo auf Teppichen ein- oder wieder ausschalten. Klickt man auf die Firmware, erhält man Informationen über Updates. Beim Klick auf Basis können wir zwischen beiden Varianten wählen. Das hatten wir ja schon zu Beginn bei der Einrichtung und bei der Absaugstation auch noch die Häufigkeit der Entleerung nachträglich verändern. Die Häufigkeit gibt an, nach wie vielen Durchgängen abgesaugt werden soll. Bei Auswahl von 1 wird nach jedem Einfahren in die Station entleert. In den Benachrichtigungen finden sich alle Alarme, welche den Betrieb beeinflusst haben. Hat sich mal ein Rad verklemmt oder war der Mischbehälter nicht installiert, wird das alles dort notiert. Hier kann man über den Reiter alles löschen, nur alle auf einmal zurücksetzen. Einzeln löschen ist hier nicht möglich.
Über App-Einstellungen kann man Updates abfragen und bei den virtuellen Assistenten bekommt man Hilfestellung zu den Verbindungen via Amazon Alexa und Google. Hier werden auch die Sprachbefehle angezeigt. Finde ich persönlich ganz gut, wenn sie denn funktionieren würden. Im Menü Hilfe findet man eine virtuelle Anleitung, eine E-Mail-Adresse bei Problemen und auch eine Telefonnummer. Diese hat allerdings eine spanische Vorwahl. Über cecotec.es wird man auf die offizielle Homepage weitergeleitet. Basisstation mit Absaugung. Die Basisstation wurde ja mit einer Absaugstation ergänzt. Das ist besonders für Allergiker geeignet. Wenn man eine Stauballergie hat, fällt das Entnehmen von so einem Behälter und das Ausleeren und das nachträgliche Einstecken dann immer mal schwer. Und ja, das hat man sich jetzt bei diesem Saugroboter gespart, denn über die Serviceklappe kommt man an den einsteckbaren Filter. Der hat maximal 2 Liter Füllmenge. Darüber hinaus hat man hier ein Reinigungstool angebracht. Finde ich clever, das sucht man dann nicht immer wieder in den Schubladen. Es sind 2 Filterbeutel im Set enthalten, die halten bei normaler Verschmutzung und täglicher Benutzung des Roboters circa 6 bis 8 Wochen. Bei einem Dreier-Set-Ersatzbeutel kommt man auf 5,50 € das Stück. Alternativ kann man die Beutel dauerhaft benutzen, die kann man dann einfach aussaugen. Das gestaltet sich ja etwas schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Mein persönliches No-Go: Man kann die Absaugung nicht manuell über eine Taste oder eine App starten. Finde ich schade. Hier müsste auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Und was ein positiver Aspekt ist, wenn sich etwas Größeres, etwa ein Lutscherstiel oder ein Strohhalm im Absaugkanal verklemmt hat, kann man das entfernen. Man dreht die Absaugstation herum und an der Unterseite hat man ein Element, was man abschrauben kann. Dann kann man die störenden Fremdkörper auch entfernen. Kommen wir zur Leistung und dem Einsatzgebiet. Ich persönlich sehe den Konga 2290 mit Absaugstation in einem Raum mit Laminatfliesen und auch Teppich. Dafür ist er bestens geeignet. Durch die 2100 PA Saugleistung und die spezielle Bodenwalze hat er Hunden und auch Katzenhaaren den Kampf angesagt. Das kann ich jedenfalls sagen. Und durch die 7,5 cm Höhe passt er auch gut unter Möbelstücke aller Art. Die Smart Gyro 4.0 Technik ist überraschend gut. Kein Vergleich zu den früheren Modellen mit Chaos-Prinzip. Natürlich ist der Umfang im Vergleich zum Laser- oder kameragesteuerten Saugrobotern kleiner. Die kosten aber auch gerne das 3- oder 4-fache. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, der Konga fährt gerade Linien parallel zur Wand. Das gefällt mir richtig gut und navigiert äußerst präzise um Stuhlbeine herum oder auch an der Couch oder dem Regal entlang. Bei mittlerem Wasser, der Eco-Saugleistung und dem Modus Auto fährt der Konga mit dem Mischbehälter seine 24 Quadratmeter in knapp über 30 Minuten. Das finde ich einen guten Wert und der 2600 mAh Akku im Konga schafft es auf eine automatische Fahrzeit von rund 160 Minuten. Im Anschluss fährt er vollautomatisch wieder zur Ladestation zurück und lädt sich auf. Mit maximal 64 Dezibel gehört der Saugroboter zu den leiseren Kandidaten. Dies ist auch der Saugleistung von 2100 PA geschuldet. Auf einem Teppich hebt er vollautomatisch die Saugleistung an, fährt wieder runter und dann wird das wieder reduziert. Das kann man in der App ausschalten und bei Bedarf aktivieren. Man sollte allerdings bedenken, dass er bei kurzen Teppichen oder kleinen Teppichen erst ja, so 2 Sekunden nach dem Auffahren die Saugleistung erhöht und das auch wieder beim Runterfahren. Das ist so ein bisschen nervig, also die Aktivierung hat eine kleine Verzögerung. Kommen wir zum Wischergebnis. Ja, das Wischergebnis finde ich mit Blick auf den Lieferumfang und den Preis sehr überzeugend. Das Wasser wird gut reguliert und das Schmutztuch hat eine hohe Saugwirkung. Somit läuft der Konga 2290 auch nach 15 Quadratmetern nicht trocken. Das hatte ich in der Vergangenheit bei anderen Modellen. Der Mischbehälter ist leider in Schwarz. Dadurch erkennt man den Maximalstand des Wassertanks nicht sehr gut. Außerdem fehlt hier für mich so eine Maximalmarkierung. Hat man sein Wischtuch und den Behälter richtig vorbereitet und zudem einen ordentlichen Reiniger eingefüllt, hat man aber ein äußerst zufriedenstellendes Reinigungsergebnis. Mein Video mit 2 sehr guten Reinigern habe ich euch jetzt oben rechts verlinkt. Das findet ihr auch noch in der Videobeschreibung. Staubbehälter und Mischbehälter. Ja, die beiden Behälter sind standardmäßig aufgebaut und lassen sich sehr einfach per Hand öffnen und entleeren. Das Wischelement lässt sich einfach aufstecken und über die 2 Rasterhebel entriegeln. Die Filter lassen sich einfach entnehmen und reinigen oder tauschen. Und beim Einschieben,
Einer der Behälter hakt es hin und wieder. Zu dem beginnt der Saugroboter beim Trennen von der Basis das Anfahren. Das stört ein wenig beim Wechsel, aber stellt kein großes Problem und auch keinen Kritikpunkt dar. Mein Fazit zum Schluss, da würde ich sagen, ein solides Saug- und Wischsystem mit Absaugstation für den kleineren Geldbeutel, geeignet für Allergiker, zudem absolut brauchbar, wenn man Haustiere hat. Bei der täglichen Reinigung hat der Konga 2290 einwandfrei die Haare unseres Schäferhundes aufgesaugt. Alexa ist bedingt tauglich und bei Google gibt es nur wenige Befehle. Die Technik, die App und auch die Leistung im Gesamten sind für mich sehr positiv zu bewerten. In jedem Fall ein gutes Set für einen angemessenen Preis. Die Kosten für den Cecotec Konga 2290 inklusive Absaugstation betrugen zum Zeitpunkt des Videodrehs 269,90 Euro. Zusätzlich gibt es von Cecotec einen 5% Rabattgutschein auf das gesamte Sortiment. Durch die Eingabe des Code KAISKANAL5 spart ihr also in jedem Fall. In der Infobox habe ich euch nochmal alle Informationen bereitgestellt. Bei Fragen könnt ihr gerne kommentieren. Zudem verlinke ich euch jetzt in der Ecke meinen Sigma Spark 89. Der hat eine Laserunterstützung, aber leider keine Absaugstation. Bis bald auf KAISKANAL.